Im polnischen Żarnowiec steht seit den 1980er Jahren diese Ruine. Das sollte mal ein Kernkraftwerk werden. Doch nach der Katastrophe in Tschernobyl 1986 waren die Proteste in der Bevölkerung so groß, dass die damalige Regierung den Bau aufgab. Bis heute gibt es in Polen keine Kernkraftwerke zur Stromerzeugung. Das soll sich bald ändern. Schon seit 2009 plant Polen erneut die Einführung von Kernkraft. Allerdings schritten die Pläne dazu in den vergangenen Jahren nur zögerlich voran. Auch wegen vieler offener Fragen zur Finanzierung und der genauen Umsetzung. Nun werden die Pläne aber konkreter. Die polnische Regierung nennt drei Gründe für den Bau von Kernkraftwerken. Erstens, Polen erwartet eine steigende Nachfrage nach Strom. Zweitens, das Land möchte eine unabhängige Energieversorgung sicherstellen, vor allem unabhängig von Russland. Und drittens, Polen will weg von der Kohleenergie und damit weniger CO2 bei der Energiegewinnung ausstoßen. Der aktuelle Strommix besteht zu 80% aus fossilen Brennstoffen und zu 20% aus anderen Energiequellen. Das soll sich bis 2040 quasi umkehren. Letzteres liegt vor allem auch an EU-Richtlinien. Die EU möchte bis 2050 klimaneutral sein. Da müssen alle Mitgliedstaaten mitziehen. In Polen läuft im Moment noch eine Übergangsphase. Für diese Phase hat das polnische Ministerium für Klima und Umwelt 2021 einen Energieplan herausgegeben. Laut diesem sind 6 Reaktoren geplant. Zum Vergleich, 2011, als Deutschland den Ausstieg beschlossen hat, waren in Deutschland 17 Reaktoren in Betrieb. Kernkraftwerke setzen deutlich weniger CO2 frei als Kohlekraftwerke. Sie sind allerdings nicht komplett emissionslos. Beim Uranabbau, der Brennelementeherstellung, dem Kraftwerksbau und der Endlagerung wird CO2 ausgestoßen. Vor allem die Endlagerung ist als Faktor schwer vorherzusehen. Angaben für die CO2-Emission von Kernkraftwerken variieren daher stark. Sie liegen aber über den gesamten Lebenszyklus eines Kraftwerks deutlich unter den von Braunkohlewerken. Das erste polnische Kernkraftwerk soll hier stehen, in der Nähe von Lubiatowo und Kopalino an der polnischen Ostseeküste. One of the reasons to build it on the seashore was one thing is that it's easier to get necessary cooling, which is necessary for any heat power plant. So building it on the seashore is simply easy. Another thing is that if you're at the sea, it's also much easier to transport all the large elements that are necessary to construct the plants. Der Bau des ersten Kernkraftwerks soll 2026 starten und bis 2033 fertiggestellt sein. Ein ehrgeiziges Ziel? I would say it's still possible, but it would be very hard to do it on time, because it would require for us to everything to go completely smoothly, not only during the construction itself, but also in all the preparatory work, because you need to go through all this process to get all the necessary permits. In einer Umfrage von November 2022 sprachen sich 75% der Teilnehmenden für den Bau von Kernkraftwerken in Polen aus. Im Vergleich zu den letzten Jahren hat die Zahl derer, die Kernkraft befürworten, stark zugenommen. Ein möglicher Grund dafür ist die angespannte Situation des europäischen Stromnetzes. Doch selbst Befürworter in Polen wollen das Kraftwerk nicht unbedingt in der Nachbarschaft haben. In den Gemeinden Lubiatowo und Kopalino gibt es auch Widerstand gegen die geplante Anlage. Zum Beispiel von der lokalen Gruppe Nein zur Atomkraft in Lubiatowo. Ihre Sorgen, das Kraftwerk könne die Region touristisch weniger attraktiv machen und Geschäftseinbußen bedeuten. Außerdem zerstöre es einen Teil der Landschaft. Neben diesen standortbedingten Sorgen gibt es natürlich auch allgemeine Bedenken, vor allem was die Sicherheit betrifft. Polen setzt daher auf moderne Reaktoren, die mehr Sicherheitsvorkehrungen eingebaut haben. Of course, those newer designs have
usually like strongly redundant cooling systems. So you do have not like in some older designs, usually you had, for example, two independent cooling systems. Now you have three or four. And also was important that some of those newer designs use what are called passive safety systems. So those are those systems that don't require any power supply. So for example, you use natural phenomena like, for example, gravity to simply pump water from the elevated tank to help to cool the reactor core. Die Frage nach einem geeigneten Endlager ist eine langfristige Herausforderung. Denn am Ort muss gewährleistet sein, dass sich radioaktive Stoffe nicht ausbreiten, und zwar über einen Zeitraum von 1 Million Jahre. Ein fertig einsatzbereites Endlager für hochradioaktiven Abfall gibt es bisher in keinem Land. Auch Deutschland ist noch auf der Suche nach einem geeigneten Standort. Und auch in Polen gibt es noch keinen konkreten Plan für ein Endlager. Polnische Fachleute erwarten, dass es dieses frühestens in den 2060er Jahren geben wird. Als Staat neu in die Kernkraft einzusteigen, ist ein komplexes Projekt. Polen plant diesen Einstieg schon lange. 2033 könnte der erste Reaktor ans Netz gehen, wenn alles nach Plan läuft. Ganz anders in Deutschland. Nach aktuellem Plan sollen die Kernkraftwerke bis dahin lange abgeschaltet sein.